Hallo Welt da draußen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich meine Neuerscheinungstipps für den Januar für euch. Ja, der Januar fängt leider genauso an, wie der Dezember für mich aufgehört hat, nämlich neuerscheinungstechnisch jetzt nicht so toll. Ich habe zwar einige gefunden, die wahnsinnig interessant klingen. Ich habe euch auch ganz viele auf meinem Blog zusammengesammelt, wo ich mir vorstellen könnte, dass da für den einen oder anderen was dabei ist. Nur leider für mich, für die Highlights und die ich euch hier halt vorstellen will immer, sind jetzt nicht so viele rausgekommen. Es sind insgesamt 5 Stück geworden, die jetzt so Auftakt bzw. Einzelbände sind und 2 Fortsetzungen, die will ich euch jetzt genauer vorstellen und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Das erste ist ein Kinderbuch und erscheint am 9.01. im Dressler Verlag. Und zwar ist das von Sophie Anderson, Das Mädchen und der flüsternde Wald. Wird ein gebundenes Buch sein für 17 Euro mit 352 Seiten. Und darum geht's. Janka wurde als Kind vor einer Bärenhöhle gefunden und fühlt sich seit jeher dem Schneewald verbunden. Manchmal glaubt sie sogar, dass sie die Tiere, die dort wohnen, verstehen kann. Doch das ist eigentlich unmöglich, denn sie ist ja schließlich ein einfacher Mensch, oder? Doch dann wacht Janka eines Morgens mit Bärenbeinen auf. Und es gibt nur einen Ort, an dem sie Antworten finden kann. Sie macht sich auf den Weg tief in den Schneewald und begibt sich auf die Spuren von alten Legenden über Baba Yaga, Zar und Zarin Bär und den Zauberbaum. Das klingt wunderbar magisch und so ein ganz kleines bisschen erinnert mich das so vom Setting bzw. vom Gefühl her, vom Klappentextgefühl her, an Catherines Ahnen, der Bär und die Nachtigall. War ja eine Fantasy-Neuerscheinung aus dem vorletzten Jahr, nicht letzten Jahr, vorletzten Jahr. Und ja, ich bin gespannt. Das klingt auf alle Fälle nach etwas, was vielleicht was für mich sein könnte. Dann kommen wir auch schon zu meinem Must-have diesen Monat, und zwar ist das Orc City von Michael Peinkover. Das erscheint am 11.01. bei Piper für 17 Euro in der broschierten Ausgabe mit 368 Seiten. Orc-Gangs Zwergensyndikate. Die Stadt Tirkaslan versinkt im Sumpf des Verbrechens. Der Kriegsveteran Corvin Rush hält sich als Privatdetektiv über Wasser. Doch als Kitty Miorata, Halborkin, betörend und Nachtclubsängerin, ihn auch beauftragt und mit einer satten Belohnung winkt, ändert sich für ihn alles. Doch als Rash feststellt, dass Kitty nicht mit offenen Karten spielt und ihm plötzlich Trolle und ein mordlüsterner Geheimkult auf den Fersen sind, wird ihm klar, dass er Teil einer viel größeren und höchstwahrscheinlich tödlichen Intrige ist. Das klingt wundervoll. Das ist ein Buch für mich und ich freue mich wahnsinnig, dass im Januar irgendwas kommt, was so für mich so richtig ansprechend ist, wo ich einen Klappentext lese und sage, ja, das ist ein Must-Have für mich. Und ja, Orc City klingt wahnsinnig spannend, so ein bisschen Krimi-mäßig, aber mit wunderbar viel Fantasy. Darauf freue ich mich wirklich sehr. Dann, einen Tag später, erscheint im Knauer Verlag am 12.01. in der broschierten Ausgabe auch für 14,99 mit 448 Seiten Das Vermächtnis der Seherin von Christoph Lode. Soweit ich weiß, ist das eine Neuauflage von einem schon mal erschienenen Buch, aber das macht es ja nicht schlechter. Und es geht um Rahel. Sie ist ein hartes Leben gewöhnt. Als jüdische Gauklerin im Frankreich des 13. Jahrhunderts ist sie gleich doppelt geächtet. Weder Spielleute noch Juden genießen ein hohes Ansehen. Oder irgendeine Art von Ansehen überhaupt. Als dann auch noch der Erzdiakon von Paris dem jüdischen Volk den Kampf ansagt, wird die Bedrohung für sie immer größer. Doch dann erfährt Rahel etwas über ihre Vergangenheit, das ihr das ganze Schicksal verändern kann. Die Wahrsagerin Madora offenbart Rahel, dass ihre früh verstorbene Mutter eine mächtige Seherin war und einem Geheimbund angehörte. Das Heiligtum des Bundes Endor, ein Schrein, soll über magische Kräfte verfügen und die Wahrsagerin will ihn aufspüren, um dem jüdischen Volk zu helfen. Doch dazu benötigt sie Rahels Hilfe, denn die ist die einzige, die den Weg dorthin kennen könnte. Denn in einem alten Lied von ihrer Mutter sollen verschlüsselte Hinweise auf den Ort dieses Schreins enthalten sein. Und so begeben sich Rahel und Madora auf die Reise durch die winterlichen Alpen, immer im Wettlauf gegen die Zeit und gegen den Erzdiakon und seine Schergen. Das klingt so ein bisschen historisch angehaucht, ein bisschen magisch, also so ganz sicher bin ich mir nicht, was den Fantasy-Anteil da drin angeht. Das klingt eher so, als wäre es doch vielleicht eher auf das Historische ausgelegt, aber das könnte auch definitiv was Lesenswertes sein. Dann begeben wir uns mal so ein bisschen in die Science-Fiction-Richtung, denn am 26.01. erscheint im Rowohlt Verlag für 16 Euro als gebundenes Buch mit 320 Seiten 1984.4 von Philipp Kerr. Im Jahr 2034 hat der Staat vollkommene Kontrolle über Leben und Tod seiner Bürger und der geheimnisvolle Winston wacht über alle.
Florence ist 16 Jahre alt und arbeitet für den Senior Service. Der Senior Service spürt ältere Menschen auf und tötet sie, wenn sie sich weigern, freiwillig aus dem Leben zu scheiden, um Platz für die Jüngeren zu machen. Doch dann kommt Florence die Liebe in die Quere. Sie verliebt sich in Eric und fängt alles an, in Frage zu stellen. Das ist eine Adaption zu 1984, beziehungsweise irgendwas, was es weiter gesponnen hat. Und da bin ich wahnsinnig gespannt drauf. Also 1984 fand ich ja recht interessant. Und ich könnte mir vorstellen, dass da Philipp Kerr was ganz Spannendes draus gemacht hat. So, und dann sind wir auch schon bei den beiden Fortsetzungen, die ich euch vorstellen will. Das geht heute mal richtig fix. Das wird ein sehr kurzes Video, das man gar nicht von mir gewöhnt irgendwie. Das bin ich selber von mir nicht gewöhnt. Das erstaunt mich hier komplett. Und die Fortsetzungen, auf die ich mich freue, sind einmal von Andreas Suchanek, der zweite Band der Flüsterwald-Reihe, Der verschollene Professor. Erscheint am 18.01. bei Überreuter, auch als gebundenes Buch für 14,95 mit 256 Seiten. Ich verrate euch natürlich nicht, worum es im zweiten Band geht, ich sage euch nur, worum es im ersten Band geht. Im ersten Band der Reihe entdeckt Lukas nach dem Umzug der Familie, das in der Villa, in der sie jetzt wohnen, ein Geheimlabor versteckt ist. Durch dieses findet er den Zugang zum Flüsterwald, einem magischen Wald, der sich unscheinbar nebenan bzw. in dem Wald versteckt, der neben seinem neuen Haus ist. Und des Nachts ist dieser Wald von magischen Wesen bevölkert. Eigentlich sollte es keinen Zugang für Menschen in den Flüsterwald geben. Und so stürzt dann Lukas in ein großes Abenteuer, denn er schafft es irgendwie, in den Flüsterwald zu kommen. Den ersten Band von Flüsterwald fand ich grandios. Also der hat mir richtig gut gefallen. Ich habe den komplett an einem Tag durchgesuchtet, weil ich den so klasse fand. Und deswegen freue ich mich auch schon wahnsinnig auf den zweiten Band. Ich habe auch über Weihnachten das E-Short dazu gelesen. Da gab es ein E-Book-Only kostenlos für die Weihnachtszeit. Auch nochmal im Flüsterwald-Setting mit so ein bisschen weihnachtlicher Stimmung. Das war auch ganz nett. Das hat jetzt so ein bisschen die Wartezeit auf den zweiten Band vertrieben. Und definitiv ein Must-Have für mich diesen Monat. Und dann komme ich auch schon zum letzten Buch, das ich euch vorstellen will. Und das ist auch ein zweiter Band einer Reihe. Und zwar ist das von Roshani Chokshi, Die silbernen Schlangen. Das ist der zweite Band zu Die goldenen Wölfe. Ich glaube, die Reihenbezeichnung heißt auch im Deutschen The Gilded Wolves. Das erscheint am 22.01. als gebundenes Buch für 19 Euro im Arktis Verlag und wird voraussichtlich 368 Seiten haben. Im ersten Band haben wir ein Team aus talentierten Schatzjägern begleitet, das sich 1889 zur Zeit der Pariser Weltausstellung auf die Suche nach einem magischen Artefakt begeben hat. Und dieses Artefakt kann die Welt verändern. Was ihnen auf der Suche so passiert ist und was dieses Artefakt so alles kann, das erfahren wir im ersten Band. Und ich bin jetzt gespannt, wie es im zweiten Band weitergehen könnte. So, ihr Lieben, das ging dieses Mal wirklich fix. Ich hatte nicht so viel zum Vorstellen leider, aber ich denke, ab nächsten Monat wird sich das wieder ändern. Ich habe da schon ein paar wunderbare Neuerscheinungen auf der Liste, die ich euch unbedingt vorstellen muss. Also das wird ein grandioses Fantasy-Jahr, muss ich sagen. Ich verlinke euch in der Infobox unten wie gewohnt nochmal die Beiträge, in denen ich euch auf meinem Blog noch ein paar weitere Neuerscheinungstipps gebe. Auf welche Neuerscheinung freut ihr euch denn besonders diesen Monat? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert gleich meinen Kanal. Besucht mich doch gerne mal auf meinem Blog www.tintenkrähe.de oder auf Social Media findet ihr mich auch unter Tintenkrähe. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Tschüss.